Herzlich willkommen bei TGI at Home. Heute sprechen wir über alles, was Sie schon immer über Zahlensysteme wissen wollten. Rechnen, also das Verknüpfen von Zahlen, gehört natürlich zum Kerngeschäft eines jeden Computers. Und wir werden uns ausführlich damit beschäftigen müssen, wie er das zustande bringt. Vorher aber müssen wir uns noch klar machen, wie man denn Zahlen überhaupt maschinenlesbar darstellen kann. Nun ja, zur Darstellung von Zahlen gibt es verschiedene Systeme. Die Römer zum Beispiel, wenn die eine Zahl aufschreiben wollten, 2017 zum Beispiel, dann haben sie ein Symbol genommen für 1000 und das war noch nicht genug, deswegen haben sie nochmal 1000 dazu geschrieben. Und dann fehlt noch 10 und 5 und nochmal 2 und dann haben wir hier 2017 stehen. Das nennt man ein Additionssystem. Man addiert einfach ein neues Symbol zu dem schon dastehenden, wenn man es größer machen will und schaut am Schluss, wie viele Sachen denn hier dastehen. Wir zählen also einfach die Werte dieser Symbole zusammen. Das funktioniert sehr praktisch für Addieren natürlich. Insbesondere wir haben hier nicht das, was wir später als Übertrag so überaus peinvoll mitbekommen werden. Das gibt es hier einfach nicht. Allerdings, die übrigen Rechenarten sind schon mühsam. Subtrahieren, multiplizieren, dividieren mit römischen Ziffern, nun ja. Zum Glück haben sich aber die Inder ein anderes Zahlensystem ausgedacht, das dann auf dem Umweg über die Araber im Mittelalter nach Europa gekommen ist. Das sogenannte Stellenwertsystem, das viele dieser Probleme sehr effizient löst. Sie wissen natürlich, in arabischen Ziffern schreiben wir 2017 auf diese Art und Weise. Und die Frage ist nun, was heißt das eigentlich? Das ist nämlich eigentlich eine Abkürzung, die hier steht. Eine Abkürzung für folgende Summe. Das ist gleich 2 mal 1000 plus 0 mal 100 plus 1 mal 10 plus 7 mal die 1. Sie sehen also, die Ziffern 2017 tauchen hier als Koeffizienten in einer Summe auf und zwar als Koeffizienten jeweils zu Faktoren, die Zehnerpotenzen sind. Warum Zehnerpotenzen? Naja, weil wir 10 Finger haben und so zu zählen gewöhnt sind. Deswegen nennt man das auch das Dezimalsystem. Was entscheidend ist, das ist also tatsächlich eine solche Summe. Vielleicht sollen wir das noch etwas deutlicher schreiben. Also das hier, 1000, ist ja nichts anderes als 10 hoch 3. 100 ist ja nichts anderes als 10 hoch 2. Hier haben wir 10 hoch 1. Und die 1 ist nichts anderes als 10 hoch 0. Das heißt im Endeffekt, was wir hier stehen haben, ist eine Summe. Wir können das jetzt etwas abstrakter, formelmäßiger hinschreiben. Das ist die Summe von i gleich 0 bis n minus 1. Groß n sagt uns, wie viele Stellen diese Zahl hat. Also wenn groß n 4 ist, diese Zahl hat 4 Stellen, dann ist die höchste Potenz 3, n minus 1. Und in dieser Summe steht dann jeweils ein Produkt aus einer Ziffer, klein b, das ist das hier vorne, mal der Potenz, der i-ten Potenz einer Basis groß b. So schaut das also allgemein aus, dieses Stellenwertsystem. Beachten Sie, dass wir, wenn die Basis groß b ist, insgesamt groß b verschiedene Ziffern benötigen. Also in unserem Fall beim Dezimalsystem haben wir ja, die Basis ist 10, haben wir 10 verschiedene Ziffern, 0 bis 9. Das gilt also allgemein. Es ist übrigens interessant, dass wir auf diese Weise auch Kommazahlen darstellen können. Wenn wir nämlich diesen Laufindex statt bei 0 bei einer negativen Zahl beginnen lassen, schreiben wir hier mal minus groß m hin, dann bedeutet das schlichtweg, dass alle i's, die kleiner sind als 0, zu Basispotenzen korrespondieren, die Brüche sind. Also wenn i gleich minus 1 ist, dann steht hier ja 10 hoch minus 1, das ist ein Zehntel, das ist dann die erste Stelle nach dem Komma. I gleich minus 2 ist gleich
10 hoch minus 2 ist ein Hundertstel die zweite Nachkommastelle und so weiter. Also auf diese Weise lässt sich das auch sehr konsistent für gebrochene Zahlen verwenden. Wir können damit also auch beliebige Nachkommazahlen darstellen mit dieser Summe. Jetzt stellt sich natürlich sofort die Frage, geht das denn nur für 10? Geht das nur im Dezimalsystem? Und wenn nicht, wenn es auch für andere Basen möglich ist, was ist denn die beste solche Basis? Nun ja, die Antwort ist klar, das geht natürlich für jede mögliche Basis. Und die einfachste solche Basis ist die Basis 2. Das führt uns zum Binärsystem oder Dualsystem, das in der Informatik eine überragende Rolle spielt. Das hat nur zwei Ziffern, 0 und 1. Und hat auch schon eine längere Geschichte. Es geht zurück auf den deutschen Mathematiker Leibniz, der es 1697 in einem Brief an seinen Chef, den Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel, zum ersten Mal vorgeschlagen hat. Interessanterweise vor einem eher theologischen Hintergrund. Leibniz hat also beschäftigt, wie kann Gott die Welt aus dem Nichts erschaffen? Und die Tatsache, dass man die ganze Welt der Zahlen aus 0 und 1 erschaffen kann, hat ihn zur Analogie verleitet zu sagen, na Null, das ist eben das Nichts, Eins, das Eine, das ist Gott. Und daher kommt es also zu dieser quasi metaphysischen Grundspannung, die unsere Welt erklärt. Als nächstes stellt sich nun die Frage, wenn ich also dieselbe Zahl in verschiedenen Stellwertsystemen darstellen kann, zum Beispiel im Binärsystem und im Dezimalsystem, wie rechne ich denn diese Darstellungen möglichst einfach ineinander um? Nun ja, für die Umrechnung vom Binär ins Dezimalsystem verwenden wir einfach diese Summenformel. Wir nehmen die Ziffern, multiplizieren sie mit den jeweiligen Potenzen von 2 und zählen das alles zusammen und dann haben wir schon das Ergebnis im Dezimalsystem. Für die umgekehrte Umrechnung, also vom Dezimalsystem ins Binärsystem, gibt es einen sehr überraschenden Algorithmus, den ich Ihnen hier kurz vorstellen möchte. Er funktioniert folgendermaßen. Wir nehmen die ganze Zahl, die wir gerne darstellen möchten, dividieren sie wiederholt durch 2, und zwar so lange, bis wir als Ergebnis eine 0 haben und schreiben uns bei jedem solchen Divisionsvorgang den Rest auf. Und die entstandene Liste lesen wir dann von hinten nach vorne und haben die gewünschte binäre Darstellung unserer Zahl. Schauen wir uns das an einem Beispiel an. Nehmen wir die Zahl 373, die wir also binär darstellen wollen. Sie ist im Dezimalsystem, deswegen schreibe ich hier so einen kleinen Zehner hin als Index, damit wir wissen, das ist die dezimale Darstellung. Und die teilen wir jetzt also durch 2 und schreiben uns hier jeweils den Rest auf, den wir haben. Also 373 durch 2 ist 186, Rest 1, 186, das machen wir jetzt die ganze Zeit wieder, durch 2 ist 93, Rest 0, 93 durch 2 ist 46, Rest 1, 46 durch 2 gibt uns 23, Rest 0, 23 durch 2 ist 11, Rest 1, 11 durch 2 ist gleich 5, Rest 1, 5 durch 2 ist gleich 2, Rest 1, 2 durch 2 ist gleich 1, Rest 0 und 1 durch 2 ist gleich 0, Rest 1. Das ist also unser Ergebnis, dieses Algorithmus, und das lesen wir jetzt von unten nach oben, sodass wir also als binäre Darstellung von 373 haben 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1.